können wir sogar gesunde Sachen essen. Ja, und ich glaube, hier bleiben wir einfach, oder? Ja, klar. Hier sind eine Menge Leute, die hören uns zu. Es gibt den Lößboden im Rheinland, einer der fruchtbarsten Böden, die wir haben, überhaupt auf der Welt. Und dieser Lößboden wird abgebaggert für den Tagebau. Wir stehen jetzt hier vor dem Kölner Dom, um eben das auch in die Öffentlichkeit zu bekommen, um den Leuten das in Köln zu erzählen, was da passiert und als Solidaritätsaktion. Wir stehen hier und protestieren, weil das Klimacamp verboten wird von der Polizei, das wir seit einem halben Jahr vorbereiten und wo gerade hunderte von Menschen aus ganz Europa sind unterwegs und das soll stattfinden, weil wir gegen Braunkohleabbau protestieren und die Zerstörung von ganzen Dörfern, Feldern, dem Klima, und dem Boden. Und obwohl das jetzt 2 Jahre als politische Versammlung angemeldet war, ist der Polizei irgendwie diesmal eingefallen, es gibt da sowas, dass bei politischen Versammlungen es keine Küche und keine Zelte geben darf und deshalb will sie das Camp nicht zulassen. Und es war auch so, dass sie stand auf dem Platz, wo das sein soll, und hat dann die Leute daran gehindert, das Camp aufzubauen, und einiges musste auch wieder eingepackt werden deshalb. Und das artet eigentlich eine richtige Schikane aus. Ist auch der Wasserzugang gesperrt zu der Wiese, weil da eigentlich Keime drin sind, und RWE hat aber die Wasserrechte da. Also ich glaube nicht, dass die um unsere Gesundheit bemüht sind, und die Leute sind auch eingeschüchtert, werden systematisch eingeschüchtert von RWE, die uns da unterstützen wollen. Das ist irgendwie ganz übel, und denken, dass das, also ja, uns ist das wichtig, dass wir unsere Meinung da zum Ausdruck geben können, dass wir diese Versammlung auch durchführen können, und werden das auch trotzdem in irgendeiner Form auch schaffen. Ich bin Publizist hier in Köln, und ich bin unter anderem im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und Lehrbeauftragter an der Universität hier in Köln. Und wir stehen hier vor dem Institut der Wirtschaft, dem Arbeitgeber-, Forschungs-, Publikations-, Lobbyinstitut, und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie dieses Institut gegen die Energiewende arbeitet. Da war dann die Bilanz des Instituts der deutschen Wirtschaft. Wenn, dann gibt es eine. Ja, das Institut der Wirtschaft arbeitet hier eng mit einer anderen Wirtschaftsarbeitgeberinitiative zusammen, nämlich der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das Institut verfasst sozusagen die Expertise, warum die Energiewende nach den bisherigen Vorgaben des Energiegesetzes viel zu teuer wäre für die Haushalte, für die kleinen Unternehmen. Und mit dieser Expertise macht dann die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sozusagen große Werbung, beispielsweise dadurch, dass die wichtigen Mitarbeiter, der Vorsitzende des Instituts und andere dann in die verschiedenen Talkshows vermittelt werden. Eben zum Beispiel der ehemalige Minister für Arbeit Wolfgang Clement oder der Chef des Instituts Professor Hüter oder beispielsweise der Geschäftsführer des Instituts, nämlich Herr Pellengar. Die werden von dieser Initiative, die sehr gute Medienkontakte hat, eben zu Talkshows vermittelt. Diese Initiative macht
ganzseitige Anzeigen, etwa mit dem Slogan Hilfe, die Energiewende wird viel zu teuer. Und mit diesen ziemlich mächtigen Mitteln, mit dieser Medienmacht und mit Medienpartnerschaften, mit den großen privaten Medien der Wirtschaft, Handelsblatt, Die Welt und so weiter, macht dann die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Lobby gegen die Energiewende. Die Expertise des Instituts der Wirtschaft läuft darauf hinaus, dass man sagt, staatlich subventionierte Energien wie die regenerativen Energien, die ja zuerst mal keinen Gewinn bringen, die darf es so nicht geben. Es ist wettbewerbswidrig, wenn der Staat neue Technologien subventioniert. Und deswegen läuft die Expertise des Instituts der Wirtschaft darauf hinaus, auch im Energiesektor muss wie bisher der Wettbewerb vorherrschen. Das heißt, der Staat kann zwar grob einige Mengen von Strombedarf vorgeben, aber er muss es den Energiekonzernen überlassen, mit welchen Technologien sie diesen Strom herstellen. Dabei wird, wie üblich, vergessen, dass auch die Atomwirtschaft natürlich hoch subventioniert ist, beziehungsweise Kosten für Tausende, Zehntausende von Jahren verursacht, weil bis heute die Entsorgung des Atommülls überhaupt noch nicht geklärt ist. Und das, was jetzt schon zur Entsorgung ansteht, auch zur vorläufigen Entsorgung, ja zulasten der Steuerzahler fällt. Natürlich ist diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und das Institut der Wirtschaft im Wesentlichen, gerade auf dem Gebiet der Energie, natürlich bestimmt von den großen vier Energiekonzernen, die es in der Bundesrepublik gibt und die im Wesentlichen ja ihre Energie einmal durch Atomkraft und dann eben verstärkt wieder durch Kohle und Braunkohle gewinnen. Und was ist der Grund dafür? Der Kern des Problems hier in Köln ist eigentlich, dass die demokratische Kontrolle des Stadtrats über die Rheinenergie nicht funktioniert. Ich mache in Köln bei Attacke ÖkoAK mit und bei der Bürgerinitiative Schürein Energie. Unser Ziel ist es, die städtische Energieversorger Rheinenergie dazu zu bringen, in absehbarer Zeit 100% erneuerbare Energien zu produzieren. Eine Ebene ist halt, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen, versuchen die Bürger zu erreichen und den Bürgern auch klar machen, dass Schürein Energie ein Konzern ist, der auf Gewinn aus ist und der im Augenblick nur einen marginalen Anteil von 4% erneuerbarer hat. Damit also im Vergleich zu fast allen anderen Stadtwerken extrem schlecht dasteht. Und die andere Ebene ist halt, dass wir in Kontakt sind zu den politischen Parteien, letztendlich versuchen Druck zu machen auf die SPD und die Grüne, dass die halt durch ihren Einfluss im Aufsichtsrat, in der Aufsichtsratmehrheit, für eine andere Politik von Rheinenergie sorgen. Rheinenergie hat auf der Website behauptet, 15% erneuerbare Energien zu haben. Das stimmt, wenn man die Produktionsseite sieht. Also wenn Sonne
Tag und Nacht scheiden würde und der Wind Tag und Nacht stramm blasen würde, hätten die 15% erneuerbare Energien. Faktisch haben die 4% erneuerbare Energien. Und diese Behauptung von der Website haben sie runtergenommen, kommentarlos, ohne einen Ersatz auf unseren Druck hin. Sie weigern sich bisher nach wie vor zu sagen, wie viele erneuerbare Energien sie wirklich haben, produzieren. Geben sie keine Auskunft darüber.